Moin Leute und willkommen zum neuen Unboxing von der Loot Raider Box vom Dezember. Wir haben sogar einen Stargast dabei, der liebe Wolfros. Hallo, Stargast. Stargast. Seine Freundin ist auch da, aber die spielt gerade mit unserer Katze. Deswegen haben wir heute für euch einen kleinen Katzenbonus, nicht live, sondern... Yay! Ja. Die Rasse wächst nicht so. Magst du die Ehre haben, das Ding aufzumachen, Wolf? Bitte schön. Ich habe mich bitte für euch eingekleidet. Der kleine Link auf dem Fatboy. Der Mini-You. Sehr gut. Wow, so, dass wir es sehen. So, dass wir so ein bisschen drehen, dass die Klappe oben ist. Pass auf. Ich habe ein... Oh, wie das? So geht's doch. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich, Bro. Oh, ja. Ja, ja. Was denn? Kannst du nur umreichen, was du willst? Nein, wir machen das jetzt so. Niemals. Und zwar, es ist ein quasi erschlagendes... Oh, wow. Oh, ja. Ein erschlagendes Weihnachtsgeschenk. Falls mal ruhig auch. Ja, 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 es ist hier. Deine Größe, sage ich jetzt schon. Meine, ja. Definitiv. Ich freue mich drauf, es dir überreichen zu dürfen. Ich hoffe, es ist schade. Es dir an. Ey, es ist Street Fighter. Wundervolles Street Fighter Shirt. Das ist Rio und Ken, die geben sich gerade hier den Hadouken. Mit Schneebällen. Ja, und es ist Weihnachtsedition. Also, okay, wenn das. Ganz hier, guck mal, das steht. Okay, okay, okay. Oh. Ja, ist auch ja ein erschlagendes. Das sieht so gut aus. Das ist nicht meine Größe, das ist viel zu groß. Das ist viel zu groß. Das ist XL, also ich hab S, ja. Also doch eher was für Lia. Ja, Lia ja. Schläft halt immer richtig. Das sind alles ihre Schlafzimmer. Uns beiden sind sie zu klein und ihr sind sie zu groß. Und sind sie die Zeit echt nicht gut aus. Nee, die sind sehr klein. Echt? Ja, sind sie geschlafen. Okay, na Mensch, dann. Wir sagen, Vicky, guck mal, was du noch findest. Oha. Ist hier was sehr Geiles. Das ist halt nicht so spannend. Ja, immer dieses Aussuchen bei den tausend Möglichkeiten. Weißt du, was das erste war? Nee. Was für eine Weihnachtsmütze? Eine Weihnachtsmütze. Aber Weihnachtsmütze. Oh, Himmelswillen, die passt ja gerade auf deinen Finger. Komm, gib's mir mal. Mit mir und Not. Du siehst aus wie so ein Narr. Jetzt hier, bitte nur wieder. Wow. Ja, die ist echt bescheuert. Danke. Du hast auch die Größe. Oh, du Scheiße. Ich hab die Größe als Vicky. Ich weiß nicht. Doch. Ich setz dich nicht in deinen Kopf. Setz dich über die Augen still. Ich kann mit was anderes fragen. Ich kann es mir aber anders drüber ziehen, Vicky. Oh nein! Kann ich zum Beispiel nicht. Gott, mein Gott. Oh, gut! Well played, Vicky. Well played. Oh, Scheiße. Oh, dir passt's dann. Komm, dir passt sogar echt. Frauen haben immer so kleine Köpfe. Ja, das wäre auch komisch, wenn sie Nein, das ist jetzt auch nicht böse. Frauen haben im Durchschnitt größere Augen und kleinere Köpfe, weißt du das? Schon Manga-Augen. Ja, Manga-Augen. Was haben wir noch? Oh, ich darf. Was Süßes. Der Zuckerstein. Was Süßes für den Süßen. Oh ja. Oh. Zuckerstein. Das Ding ist, das Zeug ist wohl recht schwul. Das müssen wir nicht mal zeigen. Was zeigen wir denn? Was haben wir? Boah, das ist was für Lia fürs Büro. Ja, das darfst du zeigen. Ja, gib das. Gib mir die Stange. Gib mir die Stange. Gib mir die Stange, du Sau! Na ja, lutscht noch in der Stange, ne? Oh! Irgendwer will nachher noch flutschen, oh ja. Stiftung. Was ist das? Stifte. Stifte. Oh, Stifte. Das ist ein Buntstift, oder? Viele bunte Farben. Aber was für ein Motiv? Ich dachte, super. Chor. Ah! Das müssen wir so machen. Ja, verschiedene nehme ich mal, oder? Passend zu einem Captain America. Oh. Cool! Und oh, gibt es da noch was zu kritzeln dann? Ich weiß es nicht. Warum weißt du sowas nicht, Vicky? Du bist dran, du darfst wieder raus. Oh mein Gott! Ja, was nimmst du? Oh. Ja! Endlich kann ich meine Stifte zum Frühstück essen! Geil! Yes! Oh mein Gott! Alles Müsli. Soll ich es direkt auspacken? Ja, oder? Pack aus. Okay, weil dann kann ich es euch nämlich gleich zeigen. Das ist ja Hammer. Ist das hier nochmal verschlossen? Wollen wir den jetzt das Messer gerade nochmal? Bitte. Was denn? Ach so, das ist. Oh, das ist nicht das, was man denkt. Nicht! Ist das denn? Warum nicht? Ja, das ist. Hallo Mizi! Ach so, das ist übrigens Star Wars Monat? Oh ja. Das ist, naja. Star Wars Monat, Dezember. Nach Set. Die ideale Schüssel zum Star Wars Monat. Ach sowas aber auch. Die hätten eine Star Wars Box gemacht. Schaut mal. Oh, hier gibt's noch eine mit Darth Vader, die ist viel cooler. So. Darth Vader. Da ist doch Darth Vader drauf. Ach, nee, da? Ja, nee, da gibt's noch eine. Guck mal. Da ist nur Darth Vader und die Sturmtruppler. Nur? Ach so.
Das ist halt quasi, ne, das ist die gute Tasse. Yoda ist nicht cool. Yoda, aber da ist Yoda und Darth Vader, Mensch. Die bekriegen sich hier in dieser wunderschönen Frühstücksschüssel. Ich hab keine Preise mehr, doch. Ist das hübsch oder was? Finde ich cool. Also, war schön bei euch, ciao. Anders schön, die Münze kostet 7,50 Euro. Was? Wenn ich mich nicht füge. Nee, 1,50. Was ist denn los mit dir? Ich krieg heute eine Brille, das ist kein Scherz. Deswegen, ich sehe das nicht richtig. 1,50 Euro. Darf ich das? Ich würde sagen, 7,50. Das ist, wie gesagt, das ist nicht das, was du denkst. Ich denke, ich weiß, was du denkst. Was denn? Ein Portemonnaie. Ein Portemonnaie von... Okay, Call of Duty. Oh. Es sieht nicht schlecht aus. Komm, reiß es auf und zeig uns. Hallo, ist auf mich schlagen. Es gibt übrigens mehrere Motive davon, aber insgesamt sind es 5 und die sind alle Call of Duty. Also alle! Wow. Okay, ist aber gut gemacht. Also wenn es nicht Call of Duty wäre, würde ich sie gerade nehmen, weil meine ist echt ausgelutscht. Okay, das ist wichtig. Call of Duty. Kein Geld drin. Ja, da passt ja das ganze YouTube-Money gar nicht rein, die ist viel zu klein. Guck mal. Wow, da krieg ich einen Fuff. Vielleicht 500 Euro, weil das war's. Also so viel verdiene ich ja schon. So ein Scheiß. Alleine mit dem Video. Ja, mit dem Video jetzt kriege ich... Ach komm, ich darf's ja gar nicht sagen. Nee, wie viel kriege ich? 3, 4 Euro? Nein. Wow. Schon am Essen. Oh. Call of Duty. Alter, kannst du mal zeigen. Das ist ja gefühlt aus Gummi. Die ist schon kaputt, glaube ich. Ist das... Die ist schon gebrochen. Ist das vielleicht aus... Ach, ich habe eine fehlgebrochen. Ich hab auch kurz gedacht, weil das so leicht ist. Die ist nur mit Plastik. Mehrere Knochenbrüche hat es schon hinter sich. Und die gibt's eigentlich beim Nanunana für 1 Euro, die Dinger. Nur mal so. Just say. Nein, das ist von der Alex Sweet. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Ist unbezahlbar, die Stange. Der hat sogar eine E-Mail. That's what he said. Wollt ihr Alex schreiben, was ihr von dieser Zuckerstange haltet? Dann schreibt info@alex.sweet.com. Mach Schatz. Mach die Penisbruch. Mehrmals. Na gut, Vicky, wir haben noch was. Ja, das kann wir ausmachen. Das ist sehr cool. Das ist das. Ja, das ist ein Untersetzer. Oh mein Gott, epileptischer Anfall. Das ist halt so ein 3D. Ich bin echt nicht angekommen. Oh, das bewegt das von mir. Jetzt zeigst du erstmal den Leuten. Nein. Nein, das ist meins. Ja, wer hat das nicht früher gerne gemacht? Das war Boah, ich kann das nicht ja. Das war was bei den... Zeig den Leuten den Effekt. Warte mal. Das ist, glaube ich, sogar aus den 90ern, dieser komische... Geht das überhaupt an der Kamera? Ich glaube schon, ja. Ja, aber ganz, ganz schlecht, glaube ich, oder? Aber es waren 90er, ja, ja. Das waren diese Sammelbilder, diese kleinen Kärtchen, die du damals hattest. Wo du dann immer da saßt. Ja. Generell, wenn ich heute noch so eine Flächen habe, immer so... einen Nagel aufgerissen hast. Ja! Aber warum hört du nicht? Ja, Turtles ist doch Star Wars Monat. Nee, 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 das ist Combat. Combat Monat. Also Combat. Hier steht zwar StarCraft Star Wars Monat, aber das ist gar nicht Star Wars Monat. Okay. Wo du bist durch. Versteh mich nicht falsch, Turtles sind cool. Ich hasse aber Schildkröten. Warum? Ich mag keine Schildkröten. Vicky hat sich gerade widersprochen. Turtles sind cool, aber ich hasse Schildkröten. Nein, englische Schildkröten findet er cool, deutsche Schildkröten findet er scheiße. Finde den Fehler. Was laberst du? Was laberst du? Was laberst du? Ich sag am besten gar nicht. Was laberst du? Also da gibt es auch 2 im Übrigen von den Turtles. Bei den einen sind alle Turtles sichtbar drauf. Und bei der Version halt... Jetzt frag mich nicht, ob es der Donatello oder Raffaello und... Raffaello! Oder Raffaello. Das ist Raffaello und Donatello. Das ist Raffaello. Ja. Das ist so. Ich muss immer... Was? Weil ich ein Kind der 90er bin. Was willst du von mir, Frau? Ich bin alt. Ich bin eher so das Splinter. Bist du gerade die Zuckerstange, nachdem wir jetzt 5 Kilo Sushi gemampft haben? Apropos. Geh süß. Oh. Nein! Süß? Vicky! Scheiße! Ist es süß? Und der klebt an den Zähnen. Boah. So eine richtige schöne Zahnplombe. Ja. Ich würde es dir gleich sagen können. Ich hab noch nie eine Zuckerstange gegessen. Echt? Mann! Das ist drüber, die schmeckt. Es gibt doch welchen Schmecken nach Pfefferminz. Also es ist das Motto der Kriegern aus allen unterschiedlichen Epochen unserer Zeit und Welten. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Liebe Grüße an das Loot Raider Team. Und nachträglich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich euch auch. Gucken die das an. Nein, das gucken die nicht. Whatever.
Aber dann wünsche ich es euch da draußen, die, die das gucken. Guten Rutsch. Der Brumunity. Wann kommt das? Ja, ich glaube, das morgen schon. Ich guck mal, ja. Wehe, wenn nicht. Weil dann guten Rutsch. Da wollte ich nicht so viel schneiden, weil es ist perfekt. Aber perfekt. Es ist immer perfekt, wenn ich dann würde ich sagen, guten Rutsch. Ja. Es ist neue Jahr. 2016. Wie gefällt uns euer Wink? Oh, jetzt gibt's mal eine Wink-Action. Yeah. Und Tedbart. Wie gefällt euch echt der neue Tisch? Das ist der erste, letzten Monat quasi eingeweiht. Ja. Letzten Monat gab es ja leider keins, weil die Aufnahme ist leider verschwunden. Stimmt, aber die war super gewesen. Naja, ja, deswegen konnte man die auch nicht nochmal nachstellen. Nee. Nee, die war so perfekt. Und jetzt haben wir, es waren übrigens so Tetris-Bausteine als Kühlschrankmagneten und Vicky hat einen Penis draus gebaut. Der hängt jetzt, ja, natürlich, der hängt jetzt bei unserem Kühlschrank. Ja. Und das können wir eigentlich noch machen auf dem Kakao-Kanal, das mache ich jetzt demnächst fertig. Ich habe diesen, kennst du, siehst du den, von Pac-Man. Ja. Den habe ich in mühevoller Kleinarbeit Zeig mal, in einer Stunde zusammengebaut, weil das Mini-Lego-Steine sind. Ach echt? Ja. Guck dir mal die Steine hier rein. Richtig kleine Mini-Steine. Und ich habe mich verbaut und der Kopf. Ja, er kam an und meinte, die sind übel. Aber die sind wirklich zacker. Das sind bestimmt nur Ersatzteile, wa? Okay, die sind wirklich mini. Ja, danke. Das wollte ich. Und die hast du mit deinen Platzen zusammengebracht. Guck dir mal seine Finger an, genau. Man kann sagen, es war, ich hab das halt mit der GoPro hier auch. Weißt du, was lustig hier? Aufgenommen. Ah, okay, okay. Guck mal. Oh, meine Hände, die sind ein bisschen dünner. Halt mal dran. Meine Hände! Aber halt original gleich große Hände, ne? Absolut identisch. Nur halt die Handfläche ist bei mir größer als bei ihm. Ich hab längere Finger, er hat längere, größere Handfläche. Ja, das ist der einzige Unterschied. Sachen gibt's hier. Die Katze feiert voll die Treppe hier. Mhm. Wir haben so einen Treppenschrank, den haben wir euch schon gezeigt auf Twitter. Ja, der denkt doch. Er ist so plastisch. Der denkt doch bestimmt. Warte mal, ich denke mal. Zeig mal ganz kurz, komm her. Steh mal. Muss ich mal was zeigen? Boah, das Video ist in der Katze. Komm her. Ich nehme euch mal mit. Ich nehme euch mit. Da ist die Katze. Komm mal, Katze. Katze, sag mal, hallo. Hau mir nicht gegen den Kopf, bitte. Katze. Ich will sie schnüffeln. Guck mal. Achtung. Der Wolf und seine Freundin haben uns nämlich was an die Wand gemalt. Das ist einmal von der Freundin. Das ist nicht, was ist der Bussi? Das ist der Bussi. Der Bussi mit dem ganzen Stativ so. Ja, was soll ich machen? Soll ich das Selfie der Neuzeit! Soll ich, das schnell, soll ich das schnell abreißen oder was mache ich? Bring ich mal in die Küche. Bring ich mal in die Küche jetzt. Achtung. Achtung. Komm mal her. Jetzt kriegt er die volle. Jetzt kriegt er die volle Ladung hier vom Unboxing. Achtung. Das ist der Penis, den Vicky uns an den Kühlschrank getackert hat. Ist voll gut, ne? Der. Ein schöner Penis. Da liegt eine Katze auf meinem Rucksack. Und ich hab voll die Augenringe. Na guten Tag. Dann war's das jetzt vom Unboxing. Oh, ihr seht mehr als ihr sollt hier. Unseren Saufstall. Danke, dass ihr da wart. Nochmal einen guten Rutsch. Ich find's unordentlich. Ich find's auch unordentlich. Auf jeden Fall guten Rutsch. Ein schönes Jahr 2016. Wir hören voneinander. Macht's gut. Winken. Schnell. Einmal winken. Schnell? Was? Vielleicht langsam winken? Ja, winke mal. Das ist voll unordentlich. Tschüss.